Ein Hallo. Wunderschönen guten Tag, wie auch immer. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Town of the Elm Ranked. Wir sind Forger. Yay. Gestern waren wir Janitor, jetzt sind wir Forger. Wir bleiben der Mafia treu. Wir sind Gale Bertram aus The Mentalist. Da gehen wir auch langsam aber sicher dem Ende zu, was die Namensliste angeht. Aber ich habe schon wieder was Neues im Blick. Hab aber auch schon eine Liste mit anderen Namen. Oh, wir haben Annie. Das ist nett. Wir haben den Janitor. Ja, ich gehe wieder auf Doctor Claims. Die sind eigentlich ganz cool. Alles Noobs außer Mutti. I'm number one. Tumbledore for me. Tumbledore for me. No Wetbait. Schwachsinn. Wir werden angeblich auf Blink erstmal gehen. Und die Frage ist, macht er es oder mache ich es? Hi. Ah ne, okay. Nevermind. Ich hab's gesehen, dass er cleant. Dann mache ich das nicht. Nur einer von uns beiden sollte rausgehen. Ja, ich hab's schon gesehen, dass er clean ist. Mr. Pink, ich denke mit. Kein Problem. Können wir richtig schön letzte Willen raushauen. Ist eigentlich ganz cool, solange keiner von uns früh stirbt. Oder eventuell ein Lookout das sieht. Nur Jockel ist tot. Hoffentlich eine wichtige Rolle. Jailer wäre grandios. Kein SK-Kill. Heißt also wohl Werwolf oder Aso. The Sheriff. Night One. Gehen wir mal auf Mr. Ping. Der war not suspicious, das wissen wir. Von daher ist alles cool. So wie dazu. Vote for Vote Time ist Schwachsinn. Direkt ist er raus. Ist halt so ein Schwachsinn hier. Vote for Vote ist so blöd. Bell wählt Rumi. Das ist cool, wenn die gevotet werden. War klar, dass er jetzt drauf geht. Der Erste, der was sagt, kriegt recht. So sieht's manchmal aus. Hier sieht man's wieder. Problem ist, wir werden ihn nicht töten können. Da wird ein Protective drauf sein. Someone already confirmed I was visited. Dann guilty ich mit. Es sind so viele Guilty Votes jetzt. Ist halt dumm. Oh, wird runtergewählt. Krass. Das war knapp, hätte ich nicht mit gerechnet. Ich habe ja viel mehr Guilty Votes gesehen. Normalerweise. Yvard gehört nicht zu uns, also wollte ich jetzt mit hoch. Wer hat ihn denn da gerettet? Also ich habe gesehen, mein Gottvater hat geinnot. Edward Bishop und Peritonium gehören beide nicht zu uns. Doch, Edward Bishop. Jetzt haben wir das Problem, dass wir hier eigentlich angeblich auf Haunted gehen sollten. He's in I warblocked him. Wenn es eine Escort gibt, werden sie ihn nicht warblocken. Bisschen schwierig jetzt. Mit dem confirmed Inno-Vote. Er wird runtergevotet. Das Ding ist, wir werden hier wahrscheinlich einen Aso haben. Ich gehe mal davon aus, dass er jetzt gejailt wird, dann muss ich ihn halt raushauen, ja.
Warum? Ja, Invest wird natürlich ihn protecten. Wir wissen ja nicht, was seine Rolle war. Ist halt schwer. Falls er ein Lookout ist, einfach nur, weil ich als Doktor dastehe, weil ich ihn besucht habe. Und mehr geht's mir nicht. Deswegen ziehe ich das jetzt durch. Wenn er ein Lookout war, wird er jetzt ihn sehen. Und dann lassen wir das mit dem Sheriff sein. Das ist zu riskant. Jockel was in rest. Rumi, Doc des Geyser SK. Und wir haben noch einen Sheriff. Random Town ist damit raus. Bodyguard Claim. Dann lass uns nochmal 15 voten, ist auch okay. Der gehört nämlich nicht zu uns. Ah, das ist gefährlich, Edward Bishop. Kann halt kein Framer gewesen sein. Okay, jetzt werden sie ihn voten. Da vote ich jetzt mit, um als Townie dazustehen. Muss sein. Da kommen wir sonst nicht drum herum. Wir müssen ihn jetzt opfern, um mich halt irgendwie noch im Leben zu halten, als Random, also als Annie dann. Problem ist, dass wir so viele Town Investigators haben. Wir haben hier einen Investigator, wir haben hier eventuell einen Investigator und wir haben einen Sheriff Claim. Wir müssen eigentlich einen Investigator töten. Ich hoffe, dass der Jailer jetzt dann ihn killt. Wir haben ihn mit dem Arsonisten gefunden. Keiner von uns, der Inno voten kann, wir Giltin. Wir müssen jetzt mit Giltin. Der wird nicht wieder runtergevotet werden, das klappt nicht. Jawohl. Jailer muss jetzt ihn töten, dann verliert er nämlich seine Killmöglichkeit. Und wir müssen eigentlich ihn töten. Don't kill me, I'm Escort. Hoffentlich werde ich jetzt gechillt, dann kann ich nämlich Doktor claimen. Und dann ist es okay, wenn der andere stirbt. Aber es wird schwer. Ja, Sheriff kriegen wäre nicht dumm. Lookout ist unwahrscheinlich, das heißt, ich kann schreiben, ich wäre auf ihn gegangen. Upsala. Wir tun so, als wären wir auf Haunted geblieben. Können dann Muffer claimen, dass wir gewarblockt wurden. Das ist okay. Nee, brauche ich nicht. Er hätte seine Informationen geteilt. Und da es noch ein Medium gibt, ist es irrelevant. Da hat er geschrieben, wer innocent ist und wer guilty ist. Also wer not suspicious und wer Mafia ist. Da brauche ich das nicht machen. Da wäre es dumm, ihn zu clean oder zu forgen. Eigentlich den Haunted müsste man loswerden, weil ich jetzt als Lookout dastehe. Oder er ist tot, ist noch besser. Hat einen Transporter dazwischen gefunkt. Sehr gut. Arsonist, dankeschön. Jetzt wird man halt den Arsonisten killen. Und er hat unseren Gottvater gefunden. Das heißt, wir müssen das Medium töten. Als nächstes. Und ihn dann auch gleichzeitig forgen. Das ist der Plan, als nächstes zu machen. Wer war nochmal Medium? Guivard. Müssen wir ihn töten. Retri? Perfekt. Mach Nijek. Warum hat der so einen Willen? Das macht keinen Sinn. Schreiben wir hier mal das rein mit Bell. Hat Bell schon wurde Bell schon angewispert? Nein, wurde nicht. So ein Blödsinn, hieß Mafioso oder Godfather.
mit schnell gewordet, keine Chance. Das Ding wird jetzt auch so runterlaufen. Bin ich mir relativ sicher. Weil jetzt irgendein Schwachsinn claimt. Ja, Medium ist halt ein dummer Claim. Der ist tot. Jockel Wars Amnesiac ist schwachsinnig. Ich schreibe Could Be Jester. Ja. Weil es halt dumm. Der Claim ist so dumm. Ach, das ist so ein Bullshit. So, wir schreiben noch You are welcome hinten dran. Wir müssen den Doktor loswerden, dürfen ihn aber nicht töten. Who healed Bell? Veteran. Wahrscheinlich ist Rumi auch ein Doktor-Claim. Das sieht echt nicht gut. Das ist echt nicht gut. Bell counterclaimed. Bell counterclaimed TK? Hat sie nicht Sheriff geclaimed? Jetzt bin ich echt durcheinander. Jetzt bin ich gerade durcheinander. Ja, Bell hat Sheriff geclaimed. Richtig. Bell hat Sheriff geclaimed. Da war ich immer auch. Dudes. Dr. Claim. Ihn müssen wir loswerden. Er war immun, von daher weg. Killer Clowns kennt auch noch Town Protective. Das ist nicht gut. Bell ist seltsam. Bell ist echt strange. Sie hat doch Sheriff geclaimed. Müssen wir erstmal das Medium töten, damit die das Investigator Result nicht durchkommt. Wie weit hat es noch reingeschrieben, genau? Wie weit war auch das Ding? Ja. Wie weit hat recht? Arson ist down. So. Ich wurde gewarblockt, verdammt. Jetzt haben wir ein Problem. Wir konnten den letzten Miller dann nicht mehr clean, nicht mehr dingen. Glad you aren't dead. Ja. Deswegen wollte ich ihn. Fortune. Dummerweise wurde ich gewarblockt. Naja, kommt nicht mehr raus. Kai ist Mafia. Er ist Executioner. Exe oder Jester ist er.
Wir müssen jetzt erstmal ihn loswerden hier, weil er nicht zu uns gehört. Die Wards kommen schnell, das ist gut. Dann gewinnt er als Executioner. Wir haben hier den Doktor, den wir am Leben lassen. TK ist damit raus. So, er gewinnt. Dann müssen wir den Jailer killen, der dann Killer Clowns sein müsste. Das schreiben wir noch schnell hin. Okay, jetzt haben wir hier einen Executioner, der gewonnen hat. Oder er ist Jester, wäre aber dumm. Auch als Sheriff ist er schlecht. Kill 14. Mr. Pink wurde gejailt. Jetzt haben wir ein Problem. Ja, das ist das Problem. Das wird schwer. Es wird nämlich er gekillt. Er wurde gewarblockt. Jetzt haben wir hier ein riesengroßes Problem. Ach, das gefällt mir gerade nicht. Das war von Anfang an schon irgendwie schlecht für uns. Janitor direkt raus. Arsonist mussten wir hängen. Wir wussten nicht, wer gedoust wurde. Wir wollten das Medium cleanen, weil es war klar, dass das so passiert. Das Problem ist halt jetzt, jetzt müssen wir sie loswerden, müssen eigentlich einen Townie dadurch verlieren. Wir könnten noch lügen, dass wir eskortiert wurden. Das müssen wir noch reinschreiben. Sheriffs können nicht durch Disguise gefoolt werden. Den Jester hochwählen. Das Problem ist, jetzt wird er gejailt und exekutiert. Wir müssen hoffen, dass jetzt der Jailer oder die Escort giltet. Es wird nicht leicht. Na komm. Rumi guilty. Was haben wir mal? Gottenburg. Der hat auch irgendwas geclaimed. Relativ früh schon im Spiel. Gottenburg hat auch was geklärt, dass er hochgevotet wurde hier. Mein Mafioso giltet. Wie dumm kann er sein? Er war Echse. Ach Mann. Warblock 9, 9 Shoot 15. Was für ein Schwachsinn. Hätte er den Schwachsinn nicht gemacht, hätte mir in meinem Leben halten können, hätte mir die drei Votes gehabt.
mit irgendjemand anderen hochwählen können. Ja, das war klar. Das war klar. Ärgerlich. Es lief nicht gut. Aber ich hasse die Mafia und ich komme mit denen nicht klar. Keine Ahnung. Dieses dauernde Vote for Roll gelingt meistens so, wenn ich böse bin. Sobald ich Town bin, geht's nach hinten los, weil da die Mafia schlauer ist. Oh, er hat Jailer geclaimed. Da habe ich nicht drauf geachtet. Sag, dass du nicht gewarplockt wurdest. Sehr gut. Jetzt können wir nämlich die Nummer 15 wählen. Dann gewinnen wir Zeit. Ihn loswerden? Ihn wählen. Er killt ihn. Dann haben wir hier den. Dann könnten wir ihn vielleicht lynchen. Können ihn vielleicht davon überzeugen, ihn zu killen. Ah, das ist gefährlich. Ich muss halt die Escort loswerden. Zu 100%. Medium. Killer Clown ist auch noch ein Town Protective Claim. So. Jetzt müssen wir schauen. Jetzt wird Edward Bishop exekutiert. Dann müssen wir dazu bringen, Killer Clowns zu lynchen. Wie oft hat der Jailer gekillt? Er wurde gelyncht. Exekutiert wurde gar keiner. Doch Pink wurde exekutiert. Wir können nichts machen, wir können nichts machen. Ach Mann. Jetzt müssen wir halt Killer Clowns lynchen, in der Hoffnung, dass dann Gothenburg Rumi mitnimmt, damit ich Gothenburg killen kann. Sonst verlieren wir das. Es hätte so schön gehen können, wenn der Executioner nicht so blöd danach auf Town Killing geclaimed hätte. Wenn der Jailer AFK ist, könnte man das auch nutzen. Wir müssen ihn wählen, um als Townie dazustehen. Ich musste ihn hier voten. Zu 100%. Jetzt müssen wir schauen, wie oft hat er exekutiert. Kann ich ihn töten?
Ein Execute, ich glaube, das war's. Mafia Kill. Ja, das Ding ist halt durch. Wegen den dauernden Town Protectives ist das durch. Der Claim vom Godfather und vom Janitor war halt doof. Natürlich. Wenn ich jetzt sage, ich wurde attackiert, lynchen wir Killer Clowns. Klappt trotzdem nicht, keine Chance. Kann ich das irgendwie retten? Ich kann jetzt sagen, ich wurde attackiert. Dann wählen wir Killer Clowns. Er weiß, ich lüge, er nimmt mich mit. Fertig. Könnte irgendwie klappen, das wäre ein Wunder. Ja, die trauen mir nicht. Keine Chance hat gehabt. Keine Möglichkeit. So ärgerlich, wenn die nicht so eine Kacke geclaimt hätten. Das war für mich, warum es ein offensichtlicher Jester war. Wenn er hier counterclaimt, ist er für mich zu 100% Jester. Weil das so ein dummer Move ist, als Executioner erst Sheriff zu claimen, dann auf TK zu wechseln. Das ist 100% Jester-Play. Deswegen lynche ich ihn. Wenn der Executioner für mich confirmed ist, lasse ich ihn leben. Also so was Blödes habe ich noch nicht gesehen. Danach hatten wir keine Chance mehr. Nachdem der Janitor tot war, Godfather tot war, weil ich zufällig in der Nacht gewarplockt wurde und nicht deswegen das Medium nicht cleanen konnte oder forgen konnte. Dann wäre nämlich der Godfather nicht dran gewesen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.